William Uneck wurde am 21. Februar 1929 geboren. Er war Polizeikonstable in Belgisch-Kongo. Am 1. Januar 1954 ermordete er 21 Menschen und verletzte viele weitere, unter anderem mit einer Axt, und floh in ein von Briten besetztes Gebiet. Dort nahm er eine neue Identität an und begann dort zu arbeiten. Es kam wohl zu Unstimmigkeiten mit seinem Vorgesetzten. Am 11. Februar 1957 begann er einen weiteren Amoklauf. Bewaffnet mit einem Polizeigewehr und einer Axt, brach er in die Hütten eines kleinen Dorfes ein und ermordete jeden, den er sah. Innerhalb von 12 Stunden erschoss er 10 Männer, 8 Frauen und 8 Kinder. 5 weitere Männer tötete er mit seiner Axt, weitere erstach er. 2 Frauen und ein Kind verbrannte er in deren Haus. Zuletzt erwürgte er ein 15-jähriges Mädchen. An diesem Tag ermordete er insgesamt 36 Menschen. Berichten zufolge starb dabei auch seine eigene Frau. Stammesangehörige der Wasukuma, die Polizei und eine Kompanie der King's African Rifles eröffneten die Jagd auf Uneck. Er versteckte sich bei einem Afrikaner in dessen Hütte. Der Mann gab Uneck Essen und unterhielt sich mit ihm, während seine Frau zur nächsten Polizeistation lief. Uneck versuchte sich zu verschanzen. Eine unglücklich fallende Rauchbombe setzte die Hütte in Brand. Bei Unecks Fluchtversuch wurde dieser schwer verletzt und starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Der Afrikaner erhielt eine Belohnung von 125 Pfund und erhielt eine Tapferkeitsmedaille. Das britische Empire richtete einen Fonds ein, um den Hinterbliebenen der Opfer zu helfen. Eine Entbindungsklinik dient heute als Denkmal für die zahlreichen Opfer Unecks. Dieser Amoklauf gilt als einer der tödlichsten des 20. Jahrhunderts.